Moin Jungs und Mädels, herzlich willkommen zurück zum Grundkurs Gaming und zu Ghost Recon Wildlands. Wir sind unterwegs in Okoro, wollen Kokainfabriken zerstören, glaube ich. Wir machen gerade einen Nebeneinsatz, wir wollen Nahrungsmittel klauen, einen Hubschrauber, glaube ich. Mit mir sind wieder unterwegs der Anton. Hallo. Und der Ronas. Hallo. Oder stecken wir hinten ein? Ja, jetzt noch, oder? Ja, jetzt ist zu spät. Jetzt ja, ich hab's gehört, aber dann... Dann war es zu spät. Hast du keine Lust mehr. Schade. Ich finde es das doof, dass man nicht durchs ganze Auto wechseln kann. Also ist natürlich irgendwie logisch, aber... Ja. Wie dicht wollten wir ran, Jungs? 3 Meter? 4 Meter? Ja, 3 Meter. Oh, das? Ja. Heli oder was? Nee, Bodentruppen irgendwo. Ich bin gerade drüber geflogen. Na toll, jetzt haben wir einen Patrouillending. Ja, die holen uns doch nie ein. Ja, willst du da einfach hier auf der Straße landen? Hier unterhalb? Ja, genau. Ich dachte hier oberhalb ein bisschen auf dem Gipfel. Ja, genau, nach da rechts oben. Aber lass uns mal irgendwie warten, bis wir jetzt dieses Unidad-Ding weg haben, sonst können wir wieder nicht Stealth machen. Ich will jetzt mal was hier... Das heißt wieder nicht? Alter, wenn du da stirbst, ne? Bonus! Wo fliegst du? Ja? Amts. Voll die gute Landung wieder auch. Okay, das ist eine Patrouille verloren. Ja. Das sind einfach überlegene Hubschrauber-Stealth-Skills hier. Sieht man von hier aus was? Ich hoffe schon. Ja, wo ich gerade keine Gegner sehe, bin ich dumm? Nein, da ist einer. Ja. Yeah. Right. Im Turm ist auch einer. Ah, jetzt hab ich den. Hä, wie schnell ist die mir denn jetzt weg? Da hinten im Bunker ist auch einer. Kriegt da jemand Sicht drauf? Links im Bunker? Links im Bunker? Hm, links an der Ecke ist ein Bunker. Ach da, ich seh's, aber... Ach ja. Ich weiß nicht, ob ich so weit rumkomme. Hier haben ohne... wir Rebellen, also wir könnten das Ganze furchtbar einfach laut machen, glaube ich. Nein, wir machen nicht laut. Aber okay. Ich will mal näher ran erstmal, weil die Drohne reicht bei mir nicht ganz so weit, dass ich... Wahrscheinlich müssen wir den Sniper erst wegnehmen, bevor wir wesentlich näher rangehen, ne? Schau mal hier in den Bunker hier rechts, da. Da könnte man vielleicht hin auch, oder? Soll ich den Sniper wegnehmen? Da ist einer drin, den könnte man einfach killen wahrscheinlich. Dann könnte man auch von dort aus ein bisschen... Wo guckst du gerade hin? Warte, hier die 1. Ich glaube, ich gehe mal zur 1. Und ach, da kill den. Ja, dass wir halt von verschiedenen Seiten... Soll ich den Sniper wegmachen? Ja, wenn da nicht... Aber nee, da sollte nicht noch jemand sein, oder? Wieso habe ich die Mission nicht angenommen? Also doch habe ich. Stehe ich bei euch mit einer Liste drin? Ja. Ja, jetzt schon. Alles klar. Weil bei mir irgendwie nicht. Eliminated. So, Sniper is away. Ich mache auch gleich den Sniper hier. Sniper hast du, sehr schön. Ansonsten ist nicht so viel los auf jeden Fall, ne? Übrigens, die bewegen sich auch manchmal, also dass sie manchmal so rauslaufen oder so. Also wenn welche echt so irgendwie stehen, dass wir sie echt nicht, ohne dass sie gesehen werden, weghauen können, dann können wir einfach warten und dann... Ja. Jungs, jetzt habe ich noch ein paar aufgedeckt. Oh. Also wir könnten auch durchs Tor rein, aber ich dachte hier von hinten, ne? Wir haben ja hier direkt von oben quasi, auf das erste Gebäudedach haben wir eine Brücke. Die können okay, wir mal ganz nehmen. Kurz. Ach, die hier. Hier, oder was meinst du? Wie kann ich denn die markieren? Cool. Ja, cool, wir sehen es ja auf der Karte, wo du markierst. Da durchgehen. Aber direkt vor uns. Ich weiß nicht, ob ich so eine Brücke. Wo meinst du denn? Ich kann es nicht markieren, ich bin dumm. Ach, da, die Brücke. Das ist die gleiche Taste, womit du auch Menschen markierst. Das ging irgendwie nicht. Da ist ein Zaun. Ja, das. Oder meinst du das mit als Brücke, Jan? Ja, hier links daneben. Wenn man den Weg, wo ich jetzt gerade lang gehe, quasi. Das hier. Wenn man weiter geht, da ist so ein Holzgerüst, ja, genau dort. Ah, das hier. Okay. Nee, das, wo ich markiert habe. Ja, okay, und da wollt ihr reingehen? Hier, wo ich jetzt quasi daneben stehe. Ja, okay. Und darüber willst du reingehen? Ja, dachte ich. Weil von dem Dach aus haben wir Deckung, da haben wir Munition, da können wir noch ein bisschen weiter scouten mit der Drohne irgendwie. Ja, wie gesagt, das ist vielleicht ganz gut, weil ich bin auf der anderen Seite ja und kann von dort dann welche wegholen. Und dann, Ronas kann ja theoretisch vielleicht sogar da bleiben. Achso, Anton ist da rechts, ja, Ronas ist da hinten, alles klar. Ein bisschen weiter ran, aber ich kann jetzt hier hochgehen und von hier oben auch snipen. Oh, hier hinten kann man super den Strom wegnehmen. Soll ich den Strom ausschalten? Bringt das was? Nee, ne? Brauchst du gleich nicht unbedingt. Obwohl, dann könnte ich eine Verstärkung rufen. Ja, aber die hat keine Alarmanlage oder sowas, oder? Ich habe jetzt hier auf den rechten Teil der Anlage ganz gute Sicht. Ja, ich ja auch. Also ich kann zum Beispiel den Zweier, wenn er sich ein bisschen... Jetzt kann ich den Zweier gut wegholen. Ich hol den mal weg, weil der ist... Aber Achtung, pass hier auf ihn auf, ne?
Ja, stimmt schon. Ja, vielleicht ich geh mal dichter ran und guck, ob ich den Piloten sehe. Hier ist übrigens auch noch einer, den wir nicht markiert haben. Der Einser ist der Pilot, kann es sein? Oh, da hinten ist auch noch einer, den wir noch nicht markiert Einser haben. Einser sehe ich gerade nicht. Ja, wenn der so daneben steht. Jörn, links von dir, ganz da unten, was ist denn da? Da ist auch noch einer markiert. Ja, ja, der da ist einer, der guckt da am Gebäude irgendwo rum. Ach, Jungs, ich kill mal zwei, okay? Weil da ist gerade niemand in der Nähe. Ja. Ach scheiße, jetzt hat er sich wieder bewegt. Ich glaube, wenn ich die Eins jetzt wegnehme, dann können wir den Einsatz gar nicht mehr versauen. Ja, okay, aber es geht ja darum, dass wir Stealth machen, nicht versauen. Oh, 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 ich werde gesehen von jemandem, der noch nicht aufgedeckt wurde. Uncool. Scheiße. War ganz uncool. Ich muss kurz ein bisschen... Cool. Oh, mir juckt so im Finger gerade, die Eins wegzunehmen. Der ist hier hinterm Hubschrauber. Keiner kann den sehen, denke ich. Obwohl, ich weiß nicht, ob der Außenbeule... Ich flieg mal kurz mit der Drohne hin und guck nochmal hin. Und sag dir, ob du darfst oder nicht. Jungs, hier sind lauter Käfige mit Leuten drin. Ja. Ja, ich sag ja, laut kann man das ganz gut machen, ne? Die 3 weiß ich halt nicht, ob die Sicht auf die 1 hat, wenn sie hier hinterm Hubschrauber steht. Die 3? Nee, die ist im Haus. Ist irgendjemand ist im in Haus. Der Nähe von Ihmchen hier? Wer ist den Ihmchen? Ich nochmal markieren kann. Achso, ich entmarkiere mal du musst die 3, erst, dann kannst du genau, markieren. Genau, erstmal einen entmarkieren. So. Welcher? Nee, kann ich gerade nicht. Okay. Hä? Doch, jetzt 3 meinst du, oder, Jonas? Nee, ich meine den ganz hinten, warte mal. Da den ganz hier. Hinten, den, ah ja, den sehe ich, da habe ich Sicht drauf, den kann ich wegnehmen. Hier, ich markiere den die ganze Zeit so, aber ich kann den gerade nicht mit Q markieren. Ich weiß, welchen du meinst, soll ich den wegnehmen? Ach, den, ja, den kann, ja, den ich, kann auch ich auch killen. Wegnehmen. Achso, ja, aber, da ist killen. Aber mach. Ja, ich weiß ich nicht, ob wir machen, oder? Ja, okay. Doch. Björn hat gesagt, dann machen. Machen wir scheinbar. So, ich nehme jetzt hier die 1 aus dem Spiel. Mach. Schau mal, Ronas, wenn wir hier irgendwie die 2 und die 3 weghauen. Alter, und vielleicht noch die 1. Also 1, 2, 3 irgendwie da. Ja, ich habe nur Sicht auf 3. Der nicht markiert wurde. Oh. Okay, dann ist das vielleicht wieder gefährlich. Ja, dann wird's wieder gefährlich. So, ich fliege hier nochmal kurz. Ich wäre ja rüber. Eher für den Typ, der immer hier oben lang läuft. Welchen? Und ja, der ist jetzt gerade nicht da. Hier, das ist die 1. Ach man, ey, ich muss mal welche demarkieren. Und das nervt. Ihn hier. Was? 1? Ja, du meinst den Dreier jetzt? Ach, 3 habe ich gar nicht gesehen. Der guckt da raus, ne? Ja, den kill ich mal kurz, weil der ist, glaube ich, für mich ja, ganz mach. Gut zu killen. Warte mal, wir können ihn hier oben, den können wir doch auch wegnehmen, oder? Warte, der neben dem mal. Hubschrauber gerade ist. Da ist dann niemand in der Nähe. Och, das war knapp. Ja. Kannst du den rausnehmen? Ich? Jörn. Jetzt gerade nicht. Ja, doch, kann ich. Und wir können den uns... Den Dreier meint ihr jetzt, oder welchen meint ihr? Ja. Ja. Ja, dann müsst ihr aber auch mal den... Anton, wir können uns ganz kurz um 1 und den daneben kümmern. Ah, jetzt ist der wieder weggelaufen. Der läuft nämlich seine Runde. Wenn der hier wieder hier oben lang läuft. Kannst du 1 sehen? Ja. Weil ich kann... Mann, jetzt muss ich wieder demarkieren. Ja, aber jetzt laufen die wieder so. Ja, 2 kann ich sehen. Aber ich glaube, genau, nicht sehen. Aber ich glaube, ja, 1 kann ich problemlos sehen, aber ich glaube, 2 läuft immer mal wieder hier oben, die Brücke lang. Und wenn der da lang läuft. Ey, diesen einen da, den. Wobei, die sind halt jetzt echt zu viel. Scheiße. Ja, da oben sollte man jetzt irgendwie. Den hier, der. Was ist das? Einser. Der sieht scheiße, mich die ganze Zeit. Ich glaube, die 3 kommt irgendwie. Nicht auschecken. Ja, den kann ich auch wegnehmen, wenn du willst. Ja, ja, aber bloß da müssen wir gucken. Jetzt müssten wir den Zweier noch wegnehmen. Ich glaube, dann geht's. Wenn du den Einser wegnimmst, ich nehme den Zweier weg, dann geht's. Ja, wollen wir machen? Warte, jetzt schwierig mit der Sicht gerade auf 2. Ja, jetzt bewegt sich halt 1. Bewegen ist immer blöd. Mhm, 2 bewegt sich auch gerade. Ja, ich seh's. Aber das Ding ist halt, die sind halt alle, das sind so 4 Leute, die sind alle in der Nähe. Also wenn wir die beiden ausschalten, müssen wir relativ schnell auch die anderen, die hier immer chillen, ausschalten. Du meinst ja, den einen, wollen nicht erstmal die linke ist. Seite freiräumen, ja. Jungs? Ja, wir sind alle auf der rechten Seite. Achso, ja, aber könnt ihr nicht zum Beispiel die 3 wegnehmen und den Typen, der da hinten im Haus hockt? Wer ist denn die 3? 3 kann ich nicht wegnehmen. Nee? Wo ist denn die 3? Und der Typ, linke Seite meinst, halt. Habt ihr da gar keine dir Sicht drauf? Im Haus hockt? Ja, auf 3, nee, da ist halt der Hubschrauber hinter vor, dem aber weißen könnte ich den nehmen. Auf der anderen Seite links rausnehmen. Neben dem Scharfschützenturm. Jetzt kann ich ihn nicht mehr. 3 kann ich manchmal Sicht. Rausnehmen. Okay. Nee? Und den und hier 3 und den hier.
Genau den. Welchen? Ja, den kann ich locker machen. Ja, dann mache ich 3 und du machst den. Ja gut, dann 1, 2, 3, go. That tank goes down. Okay. Schön. Da haben wir nämlich hier oben schon mal ein bisschen mehr Platz. Ich kümmere mich um den Typen hier links im Haus jetzt. Genau, dann musst du eigentlich und nur. Und dann kannst machen. Du eigentlich mal zu uns kommen, weil wenn wir 3 parallel wegnehmen können, ist hier nur noch einer. Ganz genau. Oh fuck. Oh, wir sind gejagt, aber die Honig lockt das alle das nicht. Das bin ich. Ja, ja. Ich hatte keine Sichtlinie und der hat mich aber trotzdem gesehen, mein Hut oder sowas. Der kommt wahrscheinlich hier hoch. Wenn ich hier ein bisschen, könnt ihr die Vordertür von meinem Haus im Auge behalten? Ein bisschen. Ah, jetzt sind die hier leider nicht alle wirklich. Aufgescheucht. Okay, alles klar. Wollen wir jetzt rausnehmen, was wir rausnehmen, oder wollen wir chillen, bis es wieder... Nein, ich wir chillen, bis sie sich wieder beruhigen. Ja. Ja, sonst ist wieder... Wäre ich auch für. Mörser, die schießen mit dem Mörser auf uns. Hm, dann begebt euch mal in Häuser. Also nur Jörn ist entdeckt. Ganz genau. Jörn, ja die kommen auch gerade zu dir. Ja, das kommt. Zum Beispiel die 2 könnte ich mal... Boah. 2 könnte ich mal wegnehmen, obwohl jetzt nicht mehr. Ich nehme mal die 1 also, weg. Ich habe gerade Sicht auf niemand von hier. Schön, 1 ist super. Leider. Weil der ist gerade zu dir gekommen. Ach doch, hier, ja. Soll ich ihn jetzt mal wegnehmen? Du meinst die... Der da oben. Meinte ich, aber jetzt ist er... Ja, jetzt chill. Ja, jetzt nicht mehr. Warte kurz. Oh, Ronas, da kommt gerade einer. Oh, ansonsten lass sie einfach hier reinkommen. Ich kann dich hier an der Treppe. Aber der sieht mich gleich. Aber ich hab den. Relativ gut wegnehmen. Nee, war ein anderer, der hätte mich fast gesehen. Jungs, ich sehe keinen Gegner mehr. Ich sehe auch keine Markierung mehr. Ja, genau, keine Markierung. Ich flieg bei mir hat er auch gerade gesagt, alles Paletti. Achso. Alles klar. Dann haben wir alle. Hat er gesagt, alles Paletti? Ja. Das waren seine tatsächlich Worte. Tatsächlich, in dem. Ja. Wirklich? Ja. Lügst du? Nein, das war der Wortlaut. Lügst du? Ja. Okay. Ich öffne mal hier ein bisschen. Bringt uns wahrscheinlich nichts, oder? Nee, kostet nur Zeit. Achso, Tor hier öffnen. Wir aber auch wieder. Kann man das einfach so aufmachen, das Tor? So, dann kommen wir jetzt. Das mit zum Feuer ist übrigens Rebellen Treibstoff. Freilassen. Im Kommunikationsdingsbums hier gibt es auf jeden Fall Funkausrüstung wieder. Ja, ich bin gerade schon da. So, ich habe meinen Strom ausgemacht. Oh, hier ist ein schönes Auto. Gibt's hier noch irgendwas in der Basis an Specials? Ja, ja. Zubehörkiste. Geil. Zubehörkiste und daneben ist auch noch Nahrung. Ja, und die ist vielleicht gar nicht so irrelevant. Und Muni. Ja, bei mir hat sie nur 50 gebracht, leider. Das ist krass, dass es so super zufällig ist, ne? Das kann ja irgendwie zwischen 50 und 500 schwanken. Ja. Gedämpfter Schaft. Hold up, there's a weapons case. Geil. Für? Was bringt das? Scharfschützengewehr. Für Scharfschützengewehr, oh cool. Hey, echt, bei mir war es für die 5.7. Ach nee, das war was anderes, das war das da unten. Ach nee, warte mal, war das hier? Scharfschützengewehr, Zieloptik, was habe ich denn da? Nee. Aber steht bei mir nicht als neu. Stand bei mir nämlich gerade auch nicht, deswegen habe ich mich ein bisschen gewundert. Oh, 50 Nahrung, yay. Ich auch. Aber bei mir steht jetzt gerade gar nichts als neu. Bei Ausrüstung. Oh, ja, ich gehe mal drauf. Krass. Ach, ich glaube bei MP5, also bei den MPs ist was neu. Ja. Stand ja, aber das war nicht das, was bei mir da stand. Also ich habe das, was da gerade bei mir stand, nicht bekommen. Habe ich das Gefühl. Doch, du kannst nur bei dem Scharfschützengewehr, das wir haben, den Schaft nicht ändern. Jungs, ganz das kurz. Das kann sein, ja. Ganz kurz. Drückt mal M, geht mal auf die Fertigkeiten und dann drückt mal H. Warte, mein System gleich. Gerade. 50 Nahrung. Was macht ein H? Statistik? Ja, das war das, was wir vorhin... Siehst du, mega versteckt. Weitester Schuss 288, das ist doch lächerlich. Echt? Ich guck mal bei mir. Alter, eigentlich sollten wir dich ausschließen, ne? 425. Oh fuck, ich hab nur 419. Was habt ihr für einen Spielstil? Ranger. Spielstil. Ich glaube, wir haben alle Ranger, oder? Ja, also ich auch. Wo steht es? Da, ja, Ranga. Genau, 47% taktisch, 68% lautlos. Was? Ich habe 65 lautlos und 23% taktisch. Ich markiere relativ wenig, weil ich halt die Drohne irgendwie, keine Ahnung. Wie viel Prozent taktisch hast du? 23. 47.
Oh, da habe ich 73. Ich glaube, ja, du markierst daran, auch alles mit deiner hässlichen Drohne. Der Dronifizierer. Genau. Ich würde mich eher als Dronator bezeichnen, aber okay. Anton, der Dronator. Tötungsentfernung 57, bla bla bla. Das ist natürlich lächerlich. So, okay. Wollen wir den Hubschrauber klauen oder wollt ihr hier noch Geiseln freilassen? Weiß nicht, was bringt uns das? Ja, Geiseln würde ich schon noch freilassen, einfach so. Aus Nettigkeit. Ja. Ja, ist das sonst gemein? Die NPCs müssen einen ja auch mögen. Ach, da ist auch noch eine Kiste irgendwo. Eine Kiste habe ich hier noch. Ist da noch was Sinnvolles? Ist da unten noch eine sinnvolle Kiste? Ja. Ja, Brenngedöns. Brenngedöns. Heißt nicht das 50. Beste, aber... Wie glaube ich denn von Brenngedöns? 10.000. Brauche ich eigentlich nicht so viel. Das ist das Brennstoff, oder? Ja, Treibstoff steht da. Treibstoff, also. Ja, okay. Oh, hier sind viel zu viele grüne Punkte auf der Karte. Ja, oder? Ja, das stimmt, weil wir die alle reingelassen haben halt jetzt. Ja, wir treffen uns auf der Map, oder? Auf der Map. Beim Pfeil, meine ich. Ja. Lass mal auf der Map. Wer ist mit am Hubschrauber? Ja, oder beim Pfeil. Bei mir, nee, das läuft mit Feinde. Okay. Wo sind Feinde? Okay. Neben der Treppe. Oh, da ist gar... Ach, ich dachte, hier wäre noch was drin gewesen. Oh, das ist ein Unidad-Hubschrauber. Echt? Ja, nice. Klau doch mal. Der steht dran. Wo müssen wir hin? Da rüber. Da müssen wir hin. 1,3 Kilometer entfernt ins Tal. Ja. Kannst dem Fluss auch folgen hier links, wenn du Bock hast. Versteht ihr den Sinn von Alt drücken? Weil da steht Alt umsehen, also man muss Alt drücken, um sich umzusehen. Ja. Aber. Ja, genau. Rückwärts gucke ich dann. Echt? Bei mir ist. Achso, nur als Fliegator, ja. Hä, warum ist meine Schnauze so weit vorne? Weil das der vorderste Teil des Hubschraubers ist. Sind die in echt auch so gekrümmt, die Flugzeug, also die Rotorblätter? Wenn du mal so von vorne guckst, das dass die sozusagen so eine Fläche ergeben. Achso, und dass sie innen tiefer sind, höher als sind außen. Als außen, ja. Ja, das ist normal. Ohne dass du sitzt hinten auf. Nice job. Aber gut. Oh, das Ding habe ich gar nicht gesehen. Ein bisschen schief eingepackt. Ja, aber das ging halt den Seals, die Stufe Osama 11, Bin Laden getötet haben, auch so, ne? Dabei echt? Bin ich so smooth gelandet. Ja, das war echt smooth. Ja, die haben doch den Helikopter Stufe da direkt 10. mit dem Heck auf eine Mauer gesetzt. Und dadurch kam dann raus, dass es ein Stealth Black Hawk. Was hast du da markiert? Wollen wir das machen? Das ist der Story-Einsatz, der hier ganz nah ist. Also, ein Konvoi? Weiß nicht. Und dann, oder welchen? Da hinten ist nochmal Nebeneinsatz Nahrung. Was welchen ganz im Osten. Ich sehe gar nicht, welchen du markiert hast. Hä, hey, markier den mal, weil ich sehe den nicht. Och, was habe ich denn jetzt gemacht? Hä, hey, Jungs? Wo ist denn der Nahrung? Hä? Egal, dann lass erstmal zum Story-Einsatz und dann seht ihr das. Vielleicht habe ich das schon aufgedeckt, aber ihr noch nicht. Ja. Aber wollen wir direkt hier hin oder erst nochmal hier irgendwie sowas machen? Den Nebeneinsatz. Wo ist der Nebeneinsatz? Ja, rechts von doch rechts von uns ganz viele. Hier ist noch, habe ich noch einen unbekannten Ort. Und dann darüber die Nebeneinsätze. Ja, stimmt, genau da. Ja, wie ihr wollt. Ja, ist mir auch Wumpe. Ich würde demnächst die Folge wieder beenden, aber ansonsten. Dann lass doch vielleicht noch diesen unbekannten Ort hier machen. Ganz genau. Machen wir den. Jo. Dann fliegen wir Hubschrauber, laufen wir. In Richtung Bussen, der. Wobei, nee, ist ein Laster. Ein Kilometer. Ja, 1,5. Was? Ich bin ja fit. Ausdauer erstmal skillen. Anton, mit dem Ding fährst du. Ja, mit dem Ding fährt man ewig. Wohin fährst du? Ich fahr gar nicht. Ich laufe. Achso. Ah, Ramses fährt jetzt. Er fliegt jetzt. Hätte er mich ja auch mal mitnehmen können. Echt, mich auch. Ja, aber du warst dann schon im Laster. Hm? Ich war noch nie im Laster. Nee?
Nein. Okay, ich bin verwirrt. Ich habe gehört, dass du da schon mal Backflips mit dem Laster gemacht. Ja, das ist ein wahres Gerücht. Aber das ist richtig anstrengend, Richtung oben zu fliegen mit dem Ding. Richtung oben? Wieso? Ja, weil das halt nervig ist, das steuerungsmäßig. Achso, naja, wenn du erstmal Geschwindigkeit aufgenommen hast, musst du ja dann nur auf S drücken noch und dann ziehst du auch eigentlich. Ja, hoch. Klar, aber ich musste halt von Anfang an nach oben. Ah, okay. Gerade. Ja, in den Hang rein. Jetzt wirklich Ausdauer. Bin zu blöd hier. Ja, ich hab jetzt Ausdauer geskillt. So. Oh shit. Oh Mann, oh no. Bist du abgestürzt? Ich weiß nicht, ob der Schrott. Nee, nee, ich bin gelandet, aber der Hubschrauber ist kaputt. Aber wurdest du gesehen? Nee, nee, ich bin davor gelandet. Deswegen war es auch so ein bisschen kompliziert, weil ich halt mitten in der Schräge gelandet bin. Okay, jetzt nochmal, ohne dass auch nur einer gejagt wird, okay? Letztes Ziel. Wahrscheinlich gibt es keine Gegner oder so. Ich guck mal. Das wäre natürlich super nice, wenn es keine Gegner gäbe. Dann würden wir es sogar schaffen, ohne gejagt zu werden. Oh, Unidad. Ui, das wird ist schön. Ist das ein Unidad aus dem Posten? Dann ist es wahrscheinlich sogar sinnvoll, wenn wir das so machen. Ne? Ja. Irgendwie die einzige Möglichkeit. Ich höre echt voll die Lautsprecher durchsagen und alles. Den Gegner hätten wir. Nein. Oh, ich komme ja echt drüber. Oder drauf. Das ist doch hier schon mal so ein großes Lager wie beim letzten Mal, oder? Es ist nicht so klein, jedenfalls, wobei. Ich habe mit ziemlicher Sicherheit noch nicht alle markiert. Das ist okay. Ja, das wäre jetzt auch zu skillig gewesen. Bei mir in die Richtung irgendwie. Ich geh mal hier so ein bisschen rechts entlang und guck mal dann, ob ich von dort. Ja, hier kommt man rein, oder? Ja, ich würde noch nicht reingehen, oder? Hier kommt man auf jeden Fall rein. Hier ist auch erstmal safe. Und ich schleiche mich hier mal links in den Turm. Ich komme mal mit dir mit. Lass mich mal dir einen Sniper da oben markieren. Oh, hier ist direkt einer oben in dem Turm, wo du bist, Jörn. Oben im Turm? Alles klar. Ja. That's 10 now. Ach, der ist draußen. Markier gerade nochmal ein bisschen. Ja, ich komme nicht durch die Tür durch, oder was? Alter, der sieht richtig nach Einsatztyp aus. Was hat denn der für ein Gewehr? Achso, kann ich nicht sehen. So, von hier oben, glaube ich, Jörn, können wir ganz gut Action machen vielleicht. Glaube ich auch, oder? Aber das heben wir uns für die nächste Folge auf, Jungs. Haha, haha. Haha. Also, macht's gut, Jungs und Mädels. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut und bis dann. Ciao. Ciao. Tschüss.